So, grüß Gott, meine Damen und Herren hier aus Schwaben. Schwaben ist ja nicht direkt bekannt für seine Karpfenteichwirtschaft. Dennoch gibt es auch in Schwaben sehr schöne Anlagen, so wie hier die Fuckersche Teichanlage in der Nähe von Burgwalden, die von Hubert und Andreas Wagner bewirtschaftet wird. Und wir haben hier immerhin 26 Teiche von bayernweit über 40.000 Teichen. Und wir haben hier 32 Hektar Wasserfläche auf bayernweit knapp 20.000 Hektar Wasserfläche. Und die Besonderheit der Teichwirtschaft in Bayern ist eben, dass sie sehr klein strukturiert ist. Die Durchschnittsfläche beträgt ja nur ein halbes Hektar und das macht viel Arbeit. Auf der anderen Seite ist es aber ein enormer Vorteil für die Biodiversität. Jeder Meter Uferlänge bietet Lebensraum, nicht nur für eben Fische, Krebse und Muscheln, sondern eben auch für Amphibien, für Insekten und aber auch für Wasservögel. Und das wurde auch in einer Studie des Instituts für Fischerei auch festgestellt, dass wir hier quasi Lebensräume haben, die vergleichbar sind mit den Flussauen, die mehr und mehr verschwinden. Und wir haben also aber auch nicht nur die Biodiversität, wir haben auch einen Wasserrückhalt bei Hochwasserereignissen, aber auch bei Trockenzeiten. Der Klimawandel schreitet ja voran und wir haben mal Starkregenereignisse, aber dann zum Teil wieder monatelang kaum Regen. Und die Teiche tragen dazu bei, dass das Wasser hier in der Region zurückgehalten wird. Und das trägt natürlich auch zu einem guten Kleinklima bei. Dazu kommt, dass die Teichwirte auch Fische produzieren als Besatzfische für die freien Gewässer und auch bedrohte Fischarten vermehren. Ohne die Teichwirte wird es viele dieser Fischarten gar nicht mehr geben. Und als allerletzten, aber auch wichtigsten Punkt ist natürlich ganz klar zu nennen, wir haben hier heimische, gesunde Lebensmittel, die bei uns erzeugt werden, mit kurzen Transportwegen zum Verbraucher. Und das ist ja genau, es entspricht genau den aktuellen EU-Strategien, Green Deal, Biodiversitätsstrategie, aber auch Farm to Fork, also quasi vom Teich direkt auf den Teller. Und diese Umweltleistungen, die die Teichwirte hier bieten, das ist quasi zum Nulltarif. Und deswegen ist es so wichtig auch, dass wir die Teiche erhalten und dass wir die Teichwirte unterstützen. Wir brauchen nämlich auch Zukunftsperspektiven für die Nachfolger in den nächsten Generationen, damit diese Teiche auch weiterhin bewirtschaftet werden und diese Umweltleistungen erbringen können. Wir haben nämlich auch wirklich große Herausforderungen, vor denen wir stehen und die wir zu meistern haben. Das ist in allen voran natürlich mal der Klimawandel, der uns die nächsten Jahrzehnte betreffen wird. Das sind aber auch die Prädatoren, allen voran Kormoran und Fischotter, die natürlich große Schäden verursachen und die natürlich die Wirtschaftlichkeit der Teichwirtschaft stark beeinträchtigen. Und diese Herausforderungen müssen wir meistern, deswegen brauchen wir eine gute Zusammenarbeit. Und ich bin auch wahnsinnig froh, dass wir vom Landwirtschaftsministerium eben mit dem Institut für Fischerei eine Institution haben, die sehr gute Arbeit leistet. Wir haben die Fischereifachberater an den 7 Regierungsbezirken, wir haben die Genossenschaften, die Fischerzeugerringe, wir haben den Fischgesundheitsdienst und wir haben auch Verbände, allen voran der Verband Bayerischer Berufsfischer und der Landesfischereiverband Bayern mit seinen Bezirksverbänden und auf deutscher Ebene eben auch den Verband Deutschen Binnenfischer und Aquakultur. Und diese gute Zusammenarbeit ist wahnsinnig wichtig. Dennoch brauchen wir auch die Unterstützung der Politik. Und deswegen bin ich so wahnsinnig froh, dass es diese Veranstaltung hier gibt, um eben die Bedeutung und das Besondere, das Schöne der Teichwirtschaft auch an unsere bayerischen Vertreter weitergeben zu können. Ich wünsche deswegen der Veranstaltung heute einen guten Verlauf und gute Gespräche.